mein Dill! Dill! Gib mein Ers! Gib mein V! Wer sind wir? DSV! Komm schon! Wir haben hier heute ein Besitzturnier beim Düneberger SV. Wir sind froh, dass solche Mannschaften hier sind. SC Concordia, U17 Regionalliga, Eintracht Braunschweig, U17 Bundesliga, die gerade aufgestiegen sind von der Regionalliga in der Bundesliga, und Holstein Kiel, U17 Bundesliga. Wir sind stolz, dass die Mannschaften hier sind. Wir spielen jeder gegen jeden, 35 Minuten. Deswegen nennen wir das auch Besitzturnier für Vorbereitung. Ich finde es sehr gut, dass auch mal größere Mannschaften hier hinkommen, dass man nicht immer nur gegen die Dorfvereine sozusagen hier spielt, dass auch mal richtig gute Bundesliga-Vereine hier sind und dass man auch was von ihnen lernen kann. Ich finde das Turnier ist eine gute Herausforderung mit guten Bundesliga-Mannschaften und für die Vorbereitung auch sehr wichtig, dass wir uns einspielen in den Teams. Gutes Turnier, sind gute Mannschaften dabei und ja, also es ist gut in der Vorbereitung mal so ein Turnier mitzuspielen, damit man halt gucken kann, in der Bundesliga haben wir Holstein Kiel auch als Gegner, da kann man sich halt mal mit solchen Mannschaften schon messen. Ich denke mal, es ist ein guter Test, ein Bundesligist, also mit Eintracht Braunschweig, jetzt ein Aufsteiger, ist glaube ich schon mal eine gute Standortbestimmung. Ich denke mal mit der A-Jugend, denke ich vor allem ja, im körperlichen Bereich ist das natürlich gut, dass auch eine A-Jugend dabei ist. So einfach auch, weil es in der Bundesliga ja ziemlich auch hart zur Sache geht und das ist auch für die neuen Spieler natürlich ziemlich gut, die können sich dann auf die Härte einstimmen. Eingeben! Ich bin zufrieden. Wichtig ist für mich, dass alle Mannschaften da sind und dass es faire Spiele werden. Also man muss sich auf viele verschiedene und neue Spielsituationen einstellen. Und ich denke, das ist im Vergleich zum Testspiel, also zu einem normalen Testspiel, natürlich noch mal deutlich anspruchsvoller. Oh mein Gott, Mann, du gönnst es.